Das ist aber ganz cool. Ich hoffe, du springst hier jetzt nicht runter. Dankeschön. Dass man von hier aus quasi das Schiff sieht. Also nicht wirklich, aber die Masten, die Fahnen vom Schiff. Alles schon sehr cool gemacht hier. Nie direkt in die Sonne gucken. Kommen wir auch wieder runter? Ja, wir kommen auch wieder runter. Gut. Könnten wir mit dem Bogen jetzt zu Dexter gehen und die Banditen einen nach dem anderen aus der Ferne? Ich fürchte, dafür brauchen wir mehr Bogenkenntnis. Haben wir sonst noch was Schönes hier? Ein paar Scavenger oder so. Feldräuber, da ist schon wieder so ein Nebelgedöns. Ach, auf dem Friedhof waren wir schon, oder? Wilfried Ukara. Unbekannt. Sepp. Oskar Sorn, ja, hier waren wir. Hier waren wir, hier haben wir schon alles auseinandergenommen. Unbekannt. Nichts zu vernichten hier. Das ist schade. Keiler. Keiler schaffen wir? Wie sieht das denn mit dem Bogen aus? Treffen wir irgendwas? Nicht so richtig. Also wir treffen zwar, wir machen aber keinen Schaden. Wow. Also wenn wir treffen, ist der Schaden echt gut. Ich glaube, wir sollten den Bogen leveln. Der war ja gerade echt gut, der Schaden. Aber im Moment ist der Bogen offensichtlich eher noch so eine Nahkampfwaffe mit unserer Präzision. Ach, das waren die beiden, vor denen ich beim letzten Mal weggelaufen bin. Ach so. Ja, gut. Also dann dürfte da irgendwo Bengas Hof sein, richtig? Dann sind hier die Wasserfälle nach unten. Da geht's zum Großbauern. Alles klar. Habe ich verstanden. Ist Ruka denn inzwischen angekommen? Zur Gefängniskolonie. Ja, die gibt's ja nicht mehr. Das Schild hättet ihr mal umschreiben können. Feuernässe. Ist aber eigentlich schön, dass es noch genau so heißt. Das kann doch nicht wahr sein. Da hast du mir was Schönes eingebrockt. Ja, jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Ruka spielen. Ich werde Warum? Nicht Solange er da drin seine Wetten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Da kannst du eh nichts. Ja, machen. Gut. Ne? Ende. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ja, dann lass doch mal gucken hier. Wie sieht's aus? Das ist kein Geheimnis. Wenn er das nicht sieht, kann ich. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Erzähl mir nichts. Mir erzählt ja keiner mehr was. Also saufen jetzt wirklich 2 Tage durch und dann kann ich wiederkommen, ja? Kann ich mal kurz hier den Herd missbrauchen? Wenn wir schon mal da sind, dann können wir mal eben unser ganzes Fleisch verknuspern. Das müsste ja irgendwie so um die 25 oder sowas gewesen sein. Das ist ja eine ganz gute Wegzehrung, wenn wir mal wieder auf herumstreunende Lurker treffen oder sowas. Okay. Das will doch keiner wissen. Meinst du, mir geht es besser? Wenn er das Gut, nicht sieht, dann kann latschen wir jetzt weiter zu Seekopf. Das kann doch nicht wahr
und schauen uns im Wald dahinter um. Glaubst du? Sie frage, wie gut so ein Bogen gegen Knochen Goblins funktioniert, Skelett-Goblins funktioniert. Wahrscheinlich fliegt der Pfeil einfach durch und macht keinen Schaden oder bleibt irgendwo im Brustkasten hängen oder irgendwie sowas. So, wie sieht's aus mit dem 28 Fleisch? Den können wir ja mal eben voll machen. Oder fast voll machen, das reicht ja schon. Map auskramen und dann geht es da lang. Ah, nein. Wir haben gerade den Pfeil fallen lassen. Würdest du bitte nicht die Pfeile einfach wegschmeißen? Da unten lang. Wäre es jetzt vielleicht sinnvoll, das Irrlicht auszupacken? Um zu schauen, ob es Waffen findet. Da ist eine Höhle. Ach, das war die Höhle, in der wir mit Greg waren. Alles klar, dann ist die ja leer, dann müssen wir da nicht mehr rein. Nichts kommt ins Ziel, das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, Irrlicht, Amulett, wo ist es? Da ist es. Hey, du. Hey du, such mir mal etwas. Waffen. Ich brauche Nahkampfwaffen. Summ, summ, summ. Mal gucken, ob es was findet. Goblin-Skelett. Okay. Mal gucken, was wir mit dem Bogen so ausrichten können. Kommt es oder nicht so sehr? Nee, scheinbar noch nicht. Ja, nein. Eher so gar nicht. Okay, Bogen gegen Goblins, nicht so clever. In dem Fall legen wir das Amulett aber auch direkt wieder ab und ziehen das Stärke-Amulett an, wegen dem Damage-Bonus auf Nahkampfwaffen. Weil hier nochmal, einfach aus Gewohnheit. Und holen uns jetzt das Skelett. Wo ist es denn? Da kommt's doch schon. Ein bisschen hart immer noch. Schwerer Ast und Knochen eines Goblins. Wir haben ja wieder ein bisschen Zeug jetzt und können wir ja einfach direkt weiter essen. Die ganze Fischsuppe in uns reinschaufeln, als ob es keinen Morgen gäbe. Den einen Apfel noch weghauen, dann können wir den Schinken essen. Wann nicht? Weil Schinken wollte, glaube ich, der eine Jäger haben. Dann können wir die Quest auch machen. Gucken, was als nächstes kommt, bevor wir das Irrlicht wieder rausholen. Aber das hier sieht nach Friedhof aus. Natürlich gibt es hier weitere Goblin-Skelette. Ist das nur eins? Ich krieg nichts durchgeschaltet. Wir speichern. Nicht. Hier sieht man gar nichts. Da ist es und es kommt. Ja, das war knapp. Machen wir nochmal. Okay, aber es scheint ja nur eins zu sein. Dann nehmen wir direkt
die Waffe und lassen es kommen. Kommt es schon? Na? Na, 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 wo ist es denn? Da kommt's. Es sind zwei. Jetzt sind's plötzlich zwei. Na gut, dann halt nicht. Laufen wir erstmal eine Weile. Hui! Es ist immer noch hinter uns her. Hey, Söldner! Schon wieder eins von diesen Biestern. Mhm, mach mal. Ist es immer noch hinter mir her? Ja, ist es. Okay. So geht's auch. Und wer gewinnt? Alles so, klar. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, das waren zwar jetzt 300 verschenkte EP, aber die sind halt echt ein bisschen böse. Wir könnten jetzt dem Söldner aufs Maul hauen und seine EP kassieren. Wie wäre das denn? Schaffen wir das? Yeah. Nein, das schaffen wir nicht. Schaffen wir das mit dem Bogen? Wir treffen ihn auf die Entfernung nicht mal. Oh je. Wir lassen das. Okay, Goblins sind weg. Dann können wir ja weiter nach Banditen suchen, die uns dann auch wieder voll aufs Maul hauen. Gibt es eigentlich noch irgendein Gebiet, wo wir wirklich leveln können? Ich habe immer noch das Gefühl, dass uns alles haushoch überleben ist. Feldräuber und Scavenger gehen. Blutfliegen sind nervig, gehen aber auch. Dann haben wir die Lurker, die eigentlich schon eine Spur zu hart sind für meinen Geschmack. Die Goblin-Skelette, schon das nächste. Ah, super. Die Goblin-Skelette, die auch nicht so geil sind. Also man braucht halt ein paar Versuche, bis man sie umgebrezt bekommt. Wie viele sind's? Mindestens zwei. Kommen wir da vorbei, dass wir die gar nicht erst triggern müssen. Feldräuber, Feldräuber sind... Da sind Banditen. Da sind die Banditen. Wir haben ja noch Beschwörungen. Wir gucken, ob wir die auseinandergezogen bekommen. Und ansonsten lassen wir einfach einen Dämon auf die los. Oder Golem. Was auch immer. Jetzt bist du dran. Ja, nee, lass mal. Kommt einfach mal mit. Da hat doch bestimmt würde wieder mindestens einer einen Bogen. Jau. Hat. Ja, sie kommen noch. Bin irritiert, weil es keine Kampfmusik gibt gerade. Seekop, den wollte ich nicht erschießen. Ja, renn so schnell wie du kannst. Ja, mache ich ja. Die ganze Kolonne. Ja, nee, nicht alle. Einzeln gar kein Problem. Behauptete er großspurig und bekam aufs Maul. Ja, renn so schnell wie du kannst! Mhm. Das ist nur noch der eine.
Okay, da kommt noch einer. Aber vorher müssen wir uns heilen. Ja, wenn wir den einen gerade nicht ausnehmen können. Wir müssen uns leider trotzdem erst heilen. Essen? Essen. Okay. Ja, da läuft er noch. Können wir eben den Kram hier mitnehmen, gegen der Banditen natürlich und das Übliche, was so ein Bandit halt dabei hat. Dann schnappen wir uns direkt doch den nächsten. Ich mach... Der ging gut. Wir brauchen mehr Power auf dem Bogen. Gut. Ich glaube, es waren mindestens drei, die uns hinterher gesprintet sind. Da liegt ein Trank. Den nehmen wir mal direkt mit. Was? Viktor Sorn. Erst der Phönix stoppte ihn. Ja, natürlich. Okay. Ja, spring. Hopp, hopp. Speichern. Und die nächsten ziehen. Eins, zwei... Mehr sind's nicht? Kann doch nicht sein. Jetzt bist du dran. Wahrscheinlich haben die beide einen Bogen, ne? Na? Wo sind sie? Ich habe ihnen einen Pfeil in der Fresse stecken. Jo. Jo. Wir haben beide einen Bogen. Das ist fies. Haben wir noch irgendwas an Magie, was wir benutzen könnten? Jetzt mal wieder einen trinken. Natürlich haben wir immer noch den Beschwörungszauber. Wir haben einen Feuerball, aber wir haben nur einen davon. Okay. Ja, wenn da zwei sind... Bringt jetzt nicht so viel. Wir hauen da mal ein Bällchen rein. Wir hoffen das Beste. Ja, bitte nicht. Ja, haben sie schon wieder direkt getroffen. Ja, im Bogenschießen sind die auch offensichtlich besser als wir. Wie ist denn das? Ist das hier wie in Gothic 1, dass sie eine begrenzte Anzahl an Pfeilen haben? Also können sie sich leer schießen? Ein Top. Käse. Erstmal Picknick hier. Wir haben leider keinen Feuerball mehr jetzt. Oh, sie schießen noch, okay. Der eine ist halb tot. Von einem Feuerball. Und der andere zielt. Die Entfernung treffen wir sicher nichts. Ha! War coole Physik. Na, na, na. Ich will einfach nur wissen, ob die eine begrenzte Anzahl an Pfeilen haben. Bleib stehen, du Lump! Oder ob wir dieses Spiel jetzt für den Rest der Folge spielen. Bleib stehen, du Lump! Ja, nee. Dann triffst du mich ja.
Ich habe die Vermutung, dass er eine unendliche Anzahl an Pfeilen hat. Können wir ihn trotzdem irgendwie in den Nahkampf zwingen? Bleib stehen, du Lump! Jetzt bist du dran! Er kommt mit Nahkampfwaffe, aber der andere schießt. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Nee, lass das mal. Bleib stehen, du Lump! Ja, nicht, wenn du mich erst halb tötest. Das ist ärgerlich, weil jetzt geht er natürlich zurück und hat dann wieder seinen Bogen in der Hand. Okay, aber ich gehe mal davon aus, dass Pfeile endlos sind bei Gegnern. Das ist ja immerhin eine Information, die muss mir ja nicht gefallen. Jetzt bist du dran! Nee, lass das mal, du kannst das besser mit dem Bogen, das ist unfair. Ja. Okay, wir machen das mit dem Dämon. Hilft ja nichts. Oder Golem. Mal gucken. Was haben wir gerade dabei? Ich will die halt unbedingt auseinandernehmen. Und ich schaff's alleine halt nicht. Was haben wir denn? Feuerball? Ach ja, den haben wir noch nicht benutzt. So. Dämon. Hi. Schön, dich zu sehen. Da vorne ist das Publikum. Jetzt bist du dran. Warum kann der das so einfach? Können wir mit dem eben zu den Skelett-Gobbos gehen, dass er die auch eben ausnimmt? Die Feldräuber sind mir egal, die schaffen wir selber. Aber wenn der die noch wegnimmt, das wären ja auch noch ein paar EP. Wir brauchen mehr Beschwörungen. Komm, nimm sie Feldräuber auch noch mit. Wir sind ja gerade da. Wir brauchen mehr Beschwörungen. Blutfliegen. Und Wölfe. Was machst du mit Wagen? Ich frag nur. Okay, er fällt einfach irgendwann um. Alles klar. Na gut, hinter uns ist natürlich jetzt alles despawned, aber das waren noch wenigstens ein paar Erfahrungspunkte einfach mal so dazu. Okay. Wieder rüber. In der Hoffnung, dass ich jetzt in die richtige Richtung laufe, weil ich kenne meinen Orientierungssinn. Er ist nicht von dieser Welt. Was nicht gut ist. Aber sieht ganz gut aus. Da waren tote Feldräuber. Hier ist noch ein bisschen Seraphis, aka Blauflieder. Und... hier ist natürlich alles despawned, gehe ich mal von aus. Ja, natürlich, aber noch ein paar Degen liegen hier rum. Nein, du bist noch da, das ist sehr schön. Ah, 43 Pfeile hat er noch. Apfel, Wacholder, Bromors Schale, Gold, Stumpfkraut, Stängel, Sumpfkraut. Da sind zwei Kisten und hier stehen Waffen rum, jede Menge. Was ist mit Lucia? Fell, Wargfell. Lucias Abschiedsbrief, das klingt jetzt aber nicht so gut. Ich hoffe, dass sie nur übergesetzt wurde und nicht Reptilienhaut. Und nicht Exodus und so. Degen der Banditen. Truhe. Links, rechts, rechts und das war's auch schon. Alles klar, nehmen wir mit, da liegt ein Zettel.
Na komm, nicht so drüber stolpern. Lieferung. Feldknöterich, ist das jetzt das, was Fernando überführt? Okay, ja, das brauchen wir alles nicht. Was steht denn in der Lieferung drin? Lieferung. Dieses Schreiben habe ich bei den Banditen hinter Seekorps Hof gefunden. 15 Kurzschwerter, 20 Degen, 25 Laib Brot, 15 Flaschen Wein. Das war das letzte Mal. Die Sache wird mir langsam zu heiß. Fernando. Das muss aber doch jetzt mal reichen.